Herzlich willkommen zurück zu World of Warcraft. Ja, in der letzten Folge sind wir genau hier stehen geblieben und im Nachhinein habe ich mir gedacht, vielleicht war es doch ein bisschen vorschnell, dass wir Folge beendet haben. Vielleicht wäre das ein besserer Cut gewesen, nachdem wir sie befreit hätten. Aber nichtsdestotrotz, wir machen jetzt hier weiter. Wir müssen dieses Ding jetzt irgendwie an den Ebern testen. Achso, brauche ich einfach nur zu klicken, okay? So geht das nicht. Mal sehen. So, probiert das jetzt mal. Ich glaube, wenn der sich verkleinert, bringt uns das nicht viel. Ohohoho. Wer das kann, braucht keinen riesigen Eber. Hier, nochmal. Ja. Klappt ja alles wunderbar. Vorgestellt. Melden wir uns bei Grimaxt. So habe ich mir das jetzt aber nicht vorgestellt. Ich dachte, wir sollten riesigen Eber machen. Konzentriert euch auf unsere Mission. Jetzt bleibt wachsam. Überall lauert Gefahr. Hauptsache, sie sagt nicht wieder für die Horde. Weil wenn sie immer nur das Gleiche sagt, ist es vielleicht auch nicht so günstig. So. Wir sollten aber vielleicht mal gucken. Kann man... Oh. Nee, man kann es nur austesten. Man kann nicht draufklicken und... beziehungsweise draufgehen und angucken, was das ist. Okay. Zeit ist Geld. So, ich habe den perfekten Plan. Ihr werdet im Turbo-Holperer MK5 mitfliegen und diese laufenden Kadaver vom Himmel aus in die Luft jagen. Das finde ich super, es sei denn, das Ding stürzt eventuell ab. Ich bin da noch nicht so ganz koscher mit irgendwie. Hiermit taufe ich den Größenänderer auf Lebendigkeitsänderer um. Wir werden Ihnen zeigen, wo die Untoten hingehören. Außer natürlich unsere Untoten. Die sind vollkommen in Ordnung. Wie auch immer, steigt in den Turboholperer MK5. Ich werde ihn fliegen. Sobald wir Shuya Grimaxt gerettet haben, sprengen wir uns den Weg frei zu den anderen Überlebenden. Okay. Wirklich, wenn ihr diese Zombies in die Luft sprengt? Denkt daran, dass das Patent mir gehört. Mhm. Ich weiß nur nicht genau, was ich machen muss. Wahrscheinlich nur die linke Maustaste, oder? Hallo. Ich kann gar nichts in die Luft springen. Hallo? Oder muss ich eins... Ach, ich muss eins drücken. Ah. Hey, erinnert ihr euch noch, was ich über Haftpflicht gesagt habe? Ich glaube, das Ding explodiert gleich. Kann ich vielleicht irgendwie hier raus? Hallo? Mutter, ich habe versagt. Die Horde. Durchhalten, Shuya! Rekrut, mir nach! Lokta, Oga! Ich will aber nicht gegen dich kämpfen. Ich habe doch keine Ahnung, was das überhaupt hier für Dings sind. Für Skills sind. Die darf auch mal kämpfen. Jetzt läuft er mir auch noch hinterher. Jetzt läuft er auch noch. Hau ab! Weg. Ach, das Feuer ist noch nicht bereit. Scheiße. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Ah! Verdammte Oger. Kümmern wir uns um Shuya. Mutter, ich habe versucht, die Oger aufzuhalten. Aber... So, ich wollte gerade sagen. Ich war nicht stark genug. Shuya, die Horde ist nur stark, wenn wir gemeinsam kämpfen. Und nun, sag mir, was hier passiert ist.
Das hat sich gerade verdoppelt. Okay. Was war das gerade? Die Horde wird siegen. Kraft zu Befehl. Die Oger wollen durch Nekromantie einen toten Drachen erwecken. Für ihre Magie brauchen sie Opfer wie uns. Sie sind dabei, ein Ritual zu beginnen, das... Es hat schon begonnen. Sie wollen den Drachen mit der gesammelten Lebenskraft reanimieren. Dann müssen wir handeln. Denkt daran, mit vereinten Kräften bezwingt die Horde jede Herausforderung. Wir beenden diese Rituale, bevor die Oger sie abschließen können. Loktar Ogar! Findet doch jemand das befremdlich, wie die im Gesicht aussieht, wenn die redet? Rucksack umschalten. Moment, drücke C, um euer Charakterfenster... Moment, das wird mir jetzt gerade ein bisschen zu viel. Moment. Also, C ist Charakterfenster. Um eure Rüstung anzulegen. Okay, welche Rüstung? Dieses komische Horn. Okay. Expedition. Ach, das ist ein Stab. Das ist gar kein... Okay. Ist der denn stärker als meiner? Ich konnte es ja jetzt nicht überprüfen. Splitter Ebenehauer. Lehrlingsstab. Schaden 1 bis 2. 0,4. 1 bis 2, 0,4. Ist nicht wirklich stärker. 3,6. Geschwindigkeit. Der auch 3,6 Geschwindigkeit. Gegenstandsstufe 3. Na ja, gut, okay, die Gegenstandsstufe, die ist etwas höher, aber der ist jetzt nicht wirklich besser, so wie ich das sehe. Na gut. Irgendwo da. Da sind sie hingelaufen. Wobei ich sagen muss, den anderen fand ich eigentlich optisch schöner. Die Horde hat schon Schlimmeres überstanden. Versorger Jin Haig konnte ein paar weitere Vorräte aus dem Schiffswrack sichern. Ich möchte, dass ihr prüft, ob euch etwas davon nützlich sein kann, bevor wir losziehen, um die Rituale zu beenden. Okay. Lasst euch nie kalt erwischen. Wo finde ich die? Das soll ja hier im Umkreis sein. Aber mir wird nichts angezeigt. Oder muss ich... Nee, mit ihm sprechen muss ich nicht, oder? Wer ihr sein denn? Um ihn zu kaufen. Wappenrock, zähes Stockfleisch. Mögen die Geister mit euch sein. Oh, das ist leicht nervig, dass die Leute hier alle so rumrennen. Gerade wenn man was sucht. Also angeblich hier. Beliebigen Gegenstand. Ach so. Beliebigen Gegenstand vom Versorger kaufen. Beliebigen Gegenstand an Versorger verkaufen. Ah, okay. Wie geht's denn so, dann Mann? Müssen wir das doch? Rechtsklickt auf einen Gegenstand. So. Glänzende Muschel, um ihn zu verkaufen. Wenn ich mich richtig erinnere, glaube ich, wenn hier oben diese gelben Kreise drauf waren, hieß das, glaube ich, dass man die verkaufen kann, ohne, ja, ohne Nachteil davon zu haben, oder? Ich bin mir gerade nicht sicher. Der euch keinerlei nützliche Effekte im Kampf... Okay, ja, super. Dann kann ich den aber auch verkaufen, ja? Später. Bringt mir ja nichts. Okay, die vorierte Ausstellung bereit zur Abgabe. Da. Diese Oger werden vor der Horde erzittern. Ja. Ich würde sagen... Hallo? Lass mal weiter. Ich würde sagen, wir reden erstmal mit ihm. Willkommen bei der Party. Von mir ist auch ihr. Kriegsherrin Grimaxt will, dass wir den Westen auskundschaften und den Schauplatz des nächsten Rituals herausfinden. Wir könnten eure Hilfe gebrauchen. Ich bin schon einmal gestorben. Ich würde es vorziehen, diese Erfahrung nicht zu wiederholen. Ja, Mit der Horde wird es nie lang. Vielleicht können wir eins dieser Rituale finden. Ich möchte diese Erfahrung ehrlich gesagt gar nicht erst machen. Was war das denn gerade? Das ist aber nur Magie, oder? Das ist kein Viech oder sowas. Halala, laufen wir einfach mal dahin, wo diese komischen Dinger rauskommen. Aha. Ich glaube, wir haben das Ritual gefunden. Könnte sein. La 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 la.
Ich brauche ein Ziel. Ja, hast du. Jetzt mach. Wieso konnte ich jetzt nicht beide treffen? Das ist ja dämlich. Ich meine, wenn das ein Verteidigungszauber ist, wieso verteidigt der mich dann nicht und macht nur einen? Außerdem geht es hier um eine Spinne. Das finde ich persönlich gar nicht gut. Spinnen flambieren, bevor sie mich erreichen, finde ich allerdings umso besser. Bin mir gerade nicht sicher. Muss ich da hoch oder da runter? Okay, während die was anderes ausübt, kann sie das nicht benutzen. Ich habe es verstanden. Nee, ich muss hoch. Hä? Westlich des Lagers der Horde. Ich soll hier hoch, oder? Oder wie verstehe ich das jetzt? Oder muss ich jetzt wieder raus? Das war zu nah. Ich soll wieder raus. Hä? Ich denke, ich soll hier reingehen. Was denn nun? Ach, dann gehen wir halt wieder raus. Okay. Ich bin hier irgendwie kleine Spinnenbabys, glaube ich, am kaputt. Das ist ja eklig. Okay. Moment. Ich will hier nicht. Mann. Ich will hier nicht runterfallen. Was ist los mit euch? Habt ihr Schiss? Mit der Horde wird es nie langweilig. Aus dieser Grube strömt eine große Menge nekrotischer Energie. Ich glaube, dass dort unten ein Ritual ausgeführt wird. Und das bedeutet ein Opfer. Hört ihr das auch? Seit ich dieses neue Ohr angenäht bekommen habe, höre ich wirklich ausgezeichnet. Es klingt, als wären dort unten noch mehr unserer Soldaten gefangen. Vermutlich alle eingesponnen. Wonsa und ich werden hier oben bleiben und allen helfen, die es herausschaffen. Ihr solltet reinspringen und alle retten, die sich noch da unten befinden. Ja, können wir das nicht andersrum machen? Nur kein Druck. Nur kein Druck, und haltet unbedingt das Ritual auf. Natürlich. Immer muss ich wieder alles hier alleine machen. So. Kontert das Zauberwirken des Gegners? Erfrischung herbeizaubern? Ach so. Okay. Teleportiert euch 20 Meter oder bis ihr auf ein Hindernisstuf rückwärts. Ah, das hat die eben gemacht. Gut zu wissen. Ich habe jetzt mal die Chance genutzt. Und direkt mal, ne? Direkt mal nachgeschaut. Also. Ich hau mal einfach drauf, ne? Ist ja egal, ob es einer ist, den wir kennen oder nicht. Hauen wir einfach mal drauf, was sich bewegt. Die anderen sind aber wahrscheinlich unten. Und ich gehe stark davon aus, dass die Kackspinnen auch gleich wieder zurückkommen werden, ne? Also müssen wir uns was beeilen. Ja, Jubel später. So. Ist das dein Ernst? Du so, na gut, okay, die hat natürlich jetzt die Oma als Ziel drin gehabt. Es ist jetzt nicht so passiert, wie ich jetzt gedacht habe, dass es passiert. Boah, dieses Drehen, ne? Gibt es da nicht irgendeine Möglichkeit, das vernünftig einzustellen? Also, dass die, ja, das ist... Oh, Moment, jetzt habe ich links gedrückt. Jetzt habe ich es direkt aufgenommen. Habe ich jetzt einen Trick festgestellt? Oder? Also, dass die sich halt normal in die Richtung dreht, wo ich möchte, dass sie hingeht. Das wäre natürlich ganz cool. So. Ach, das ist noch so kleiner. So nicht, mein Freund. Wobei, Spinnen sind nicht meine Freunde.
Moment, ich wollte eigentlich... Nee, das war jetzt nur Zufall, dass ich jetzt aus Versehen zweimal gedrückt habe, so wie es aussieht. Okay. Zwei müssen wir noch da hinten. Also man kann mit links und mit rechts klicken. Das wollte ich jetzt eben mal kurz erwähnt haben. So, einen haben wir noch. Und ich schätze mal, das Ritual wird wahrscheinlich irgendwo hier unten dann drunter sein. Also weiter unten rein, meine ich. Nicht unten drunter sein. Ich würde dich gerne von weiter weg angreifen. Aber ich darf dich irgendwie nicht angreifen. Okay. Es war okay. Es war jetzt nicht ganz so wie geplant. Ich dachte erst, die müsste näher kommen, aber es war okay. So. Das noch. Steht jetzt... Können. Doch, das war so klar. Ein Rettungstrupp. Erdenmutter, zeigt ihnen den Weg. Ich bin keine Erdenmutter, aber eine Mutter bin ich. Und mit der sollte man sich nie anlegen. Ich werde eure Lebenskraft ernten. Und dann werden die, die mich eingeschlossen haben, brennen. Da. Gudrun der Verborgene oder sowas. Womit konnte ich jetzt... Ja, das geht nicht beim Laufen, ich weiß. Kannst mich mal. In Sicherheit. Steigt auf. Moment, ich komm. Ich komm. Antje, bewache und beschütze uns. Ach, er hat sich jetzt verwandelt, ne? Ich dachte, er sitzt mit drauf. Cool. Oder? Weil er jetzt von innen eigentlich spricht. Lauf, mein neuer unbekannter Freund. Lauf. Dunkle Magie hat diesen Ort verheert. Oh, gut. Ihr habt es geschafft. Ja. Und ich habe ein neues Reittier. Ihr habt die Überlebenden gerettet und alle Spinnen platt. Diese Spinnen haben unverdient ihr Zuhause verloren. Tja, wenn ihr es so sagen wollt. Haben unverdient ihr Zuhause verloren, habt weißt du? Habt ihr ein Problem mit Spinnenmonster? Ich hab ein Problem mit denen. Ich kill die. Schon mal die Spinnen gesehen, mit denen wir Trolle uns rumschlagen müssen? Tja, das will ich, glaube ich, gar nicht sehen. ihr habt neue Ausrüstung. Moment, drückt B. Okay, ich schreibe mir mal einfach B auf. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, was das jetzt überhaupt ist. Ist das der Rucksack? Und C. Manschetten. Wurde angelegt, okay. So, B wieder zu. Moment, hatte ich hier jetzt nicht noch was? Ich habe ja doch irgendwo ein Ausrufezeichen, oder nicht? Ah, nee, das ist nur dieses Zeichen vom Lager, glaube ich, ne? Kann das sein? Dann, ja, das ist so ein Lagerzeichen oder sowas. Dann hoffe ich, dass wir das zeitlich noch schaffen, die Quest hier noch mitzunehmen und die nicht so lange dauert wie die letzte.
weil wir jetzt auch schon wieder 20 Minuten dran sind, ne? Ich werde tun, was nötig ist. Hab Dank, dass ihr mich gerettet habt. Saphira, sag ich mal. Saphira war ja auch belegt und mein Name, Gameplayerin, war ja auch belegt. Und ja, die Oger wollten den Rest der Expedition opfern, um ihr Ritual zur Wiederbelebung dieses Drachens voranzutreiben. Anscheinend wurde einer der Überlebenden zu den Hügeln im Norden gebracht. Bo ist als Kundschafter vorausgegangen. Kommt, sehen wir uns an, was er gefunden hat. Bleibt wachsam. Ja, ja. Ich stoße zu Bo bei den Harpiennestern im Norden. Okay. Trefft mich dort. Mama. Wieso sitzen die Leute eigentlich überall so voll rum? Ich meine, das ist mir lieber, als wenn sie mit irgendwelchen seltsamen Gerätschaften in der Gegend hier rumfahren, aber diese komischen Autos oder was ich da vorhin gesehen habe, das passt ja so gar nicht zum Spiel. Sie scheinen einen Verlassenen für das Ritual gefangen zu haben. Aha. Bist du jetzt meine Quest? Stärke, ja, ne? Erwächst aus Konzentration. Ach so, klar, du bist Bo. Ah, natürlich. Totemläuterung oder Harpienausdüngung? Ich bin immer ein bisschen irritiert, weil ich konnte ja eben auch nur eins von beiden. Ne? Ich mach mal Totemläuterung. Lasst euch nicht aus der Ruhe bringen. Die Harpien haben im ganzen Gebiet widerwärtige Totems platziert, um ihre Macht zu steigern. Wir müssen diese Totems zerstören, um unseren Feind zu schwächen. Nehmt diese Fackel und brennt alle Totems nieder, die ihr seht. Es ist weise, den Gegner zu schwächen, noch bevor die Schlacht beginnt. Passt auf euch auf! So, jetzt hat sie aber auch noch eine Quest, aber sie hat wahrscheinlich eine komplett andere Quest, nehme ich mal an, ne? Ach nee, Moment, wir können Harpienausdüngung jetzt anklicken. Bereit. Ah! Die Harpien scheinen mit den Ogern unter einer Decke zu stecken. Viele von ihnen versammeln sich, um unser Lager anzugreifen. Wir müssen sie dezimieren und ihre Versuche, uns auszulöschen, vereiteln. Vielleicht lernen sie, dass es das Beste ist, die Horde in Ruhe zu lassen. Passt auf euch auf. Ja, super. Aber sie würde ich jetzt... Aber sie kommt nicht mit, oder? Schade. Sie würde ich jetzt... Ich bin außer Reichweite. Oh ja, das ist zu weit entfernt. Ist ja gut. Muss ich da direkt daneben... Achso, Moment. Mehr da ist aber eine... zum Essen. Harpie. Die habe ich zu spät gesehen. So, Moment. 5 Totems und 10 Harpien muss ich kaputt machen. Okay. Jagdwurg. Die sind auch noch hier und die sind auch noch aggressiv. Wollt ihr mich denn verarschen? Also gedacht, ne? Harpien-Schnapperin. Ich muss näher ran. Okay. Die ist wahrscheinlich irgendwie hinten um die Ecke, ne? Dass ich hier nicht nichts machen kann. Ich bin außer Reichweite. Ah, das ist sowas von dämlich. Der Reichweite. So. Ich muss ja irgendwie hier... Okay, anscheinend triggere ich die andere aber nicht. Das ist gut. Ja, super. Es war ja so klar, wenn ich das sage. Ei, okay. Kann ich mich irgendwie heilen oder so? Ich muss zuerst etwas anvisieren. Nee, mit 6 auch nicht. Mit 0? Nö. Ich kann mich anscheinend nicht heilen. Keine Ahnung. Doch, Moment. War das mit 5? Mit 5 kann ich mich scheinbar nicht heilen. Da konnte ich diese komischen Dinger machen. Ich weiß, aber ich dachte, damit kann ich mich auch heilen. Okay. 2 Totems noch. Dafür muss ich aber noch 6 von den Harpien finden. Harpien-Schnapperin. Oh, das hat nicht ganz gereicht. Okay, da ist noch ein Totem. Was ist das für einer? Oh. Fleisch! Fleisch!
Boah, hat der Typ mich jetzt erschreckt. Nee, der läuft da rum. Moment. Was ist das? Kann man damit irgendwas machen? Okay. Sind die für alle da? Weil das sah jetzt so aus, als ob der jetzt hier das auch nehmen konnte. Das wäre natürlich cool. Wir warten jetzt erstmal, bis der Typ da vorbei ist. Ich bringe euch zum Boss. Okay, er hat ihn jetzt angegriffen. Von mir aus. Ich möchte das nicht, weil der ist so schwer, denke ich mir mal. Da ist noch einer. Okay, Totem ist noch hier. Das kann offenbar auch jeder machen. Das ist sehr schön. Wir fehlen aber trotzdem immer noch. Da unten ist noch einer. Und irgendwie habe ich das Gefühl, hier oben sollte ich lieber nicht hingehen. Und da kommt wahrscheinlich dann irgendwann der Boss, wenn ich das durch habe oder so. Keine Ahnung. Okay, also ich bin auch wieder geheilt. Das ist gut. Was schlecht ist, dass ich keine Harpien finde. Oh, da ist noch eine. Aber ich brauche noch 4 Stück. Das ist schon... Das war jetzt knapp. Okay. Oh, was sind da diese komischen Viecher? Nachschlag passt bei mir immer. 100% Bedrohung. Nee, echt? Hätte ich nicht gedacht. Okay, warum die jetzt dahin gegangen ist, anstatt mich weiter anzugreifen, habe ich jetzt nicht verstanden. Aber einem geschenkten Gaul, ne? Schaut man nicht ins Maul. Da sind noch Harpien. Leider 2 auf einmal, aber ich brauche noch 2. Moment, bin ich jetzt wieder da, wo ich reingekommen bin? Nee, oder? Ja, natürlich kommen sie jetzt zu zweit. Warum auch nicht? Okay, also irgendwie hat das gar keinen Effekt, das Ding, was ich jetzt gemacht habe. Oh, komm schon, ich bin gleich tot. Oh. Ihr seid verletzt. Ja, weiß ich. Drücke B, um die Tasche zu öffnen. Ah, mit Fleisch kann man... Ah, okay. Bewegt euch nicht, während ihr esst. Na toll. Also B war die Tasche. Das sind dann also... Ist doch nur eine Tasche, obwohl hier 20.000 Sachen geöffnet werden. So... Ja, ist doch schon durch. Da unten müssen wir jetzt hin. Bereit zur Abgabe, bereit zur Abgabe. Hallo? Was war das? Mami? Ich will nur hier raus. Dann bin ich doch hier reingekommen am Anfang. Okay. Dann sind die tatsächlich wiedergekommen. Ist mir da jetzt irgendwas gefolgt? Nee, ne? Mit dir hatte ich gesprochen. Beharrlichkeit. Kann jeden Kampf gewinnen. Wie leb wohl. Hä? Ein wachsamer Geist. Ach so. Ist ein starker Geist. Sag doch, lasst euch nicht aus der Ruhe bringen. Nö, nö. Wir müssen die anderen retten. Die Harpien haben vor, einen Verlassenen namens Herbert Schattenstoß, den Magier der Expedition, zu opfern. Unser Feind will diese abscheuliche Nekromantie sogar gegen die Untoten einsetzen. Herberts ethische Werte sind fragwürdig, aber er bemüht sich immer, der Horde zu helfen. Wir werden seine Magie brauchen, um die Oger aufzuhalten. Gehen wir. Seine Magie. Mögen die Elemente euch leiten. Karte. Was ist das hier direkt vor uns? Ja, Herbert Schattenstoß gerettet. Achso, das ist hier oben. Okay.
Dann müssen wir also wieder rein. Hat mich das Ding jetzt hier so angequiekt? Das war ja... Für die Ohren war es gerade schlimm. Ihr habt neue Ausrüstung. Ah, lass uns das gleich machen. Ich weiß nicht, ob hier irgendwas wieder zurückkommt. So, Moment. Neue Ausrüstung. Was haben wir denn hier? C muss ich drücken. Und Gürtel. Zack. Okay. Nee, das war C, das war B. Ah, und schon wieder irgendwas. Erfüllt das Ziel mit Brillanz und seine Intelligenz. Okay, also was mir eigentlich gar nicht weiterhilft. Okay. Ist der andere jetzt mitgekommen? Steht zwar drin, aber die wollen irgendwie nicht mitkämpfen. Interesse an ein paar kleinen Experimenten. Ich könnte mich um die Harpien kümmern, während ihr euch mit Hilfe der Magie befreit. Oh, fuck. Haltet mir die Harpien vom Leib. Wie soll ich das denn machen? Kann ich nicht sammeln. Kommt der jetzt gerade her? Hallo, du darfst gerne nochmal draufhauen, wenn ich drücke. Stärke erwächst. Ich gebe euch Deckung. Vernichten wir sie. Hättest du nicht früher kommen können? Immerhin bin ich bald tot. Ihr kämpft nicht allein. Loktaoga! Doch, tu ich. Die sollten mir Deckung geben. Hallo. Ich habe kein Ziel. Ich muss etwas anvisieren. Ich werde tun, was nötig ist. Das ist gut. Dann kann ich in der Zwischenzeit was essen. Oder auch nicht. Ja, ich weiß, dass ich im Kampf bin. Ein wachsamer Geist ist ein starker Geist. Ich brauche ein Ziel. Ich bin gleich tot. Weil die das nicht auf die Kette kriegen hier. Nachschlag passt bei mir immer! Ich muss zuerst etwas anvisieren. Etwas Großes kommt auf uns zu. Ich gehe da mal. Für die Horde! Der ist hinter mir. Ich habe kein Ziel. Doch, hast du! Mann, nimm dieses scheiß Vieh! Ich bin frei! Kann man was nehmen, ne? Machen wir uns aus dem Staub, ja? Okay. Ich hab versucht, den Typen mitzuheilen, aber irgendwie, keine Ahnung. Es hat wohl nicht ganz so funktioniert, wie ich es eigentlich geplant hatte. Ja, komm. Da war doch noch ein zweiter. Hallo. Der gibt mir nichts, oder was? Ja, genau. Den hinteren visiere ich an, aber der vordere kommt dann auf mich zugelaufen. Das ist ja wieder klar. Nein, du sollst es nicht nehmen. Oh. So. Was ist das denn für Dinger hier? Okay. Ich möchte nur raus aus dem Wald. Ui. Kann ich jetzt aus diesem gefährlichen Ort entkommen, bitte? Lust auf verbotene Magie? Ah, okay. So, ja, nein, ich wollte mich gerne
umdrehen, aber sie möchte das irgendwie nicht, dass ich mich umdrehe. So, also, da wir jetzt schon wieder weit über eine halbe Stunde drüber sind, würde ich sagen, machen wir auch hier wieder einen kleinen Cut und machen mit der Story dann in der nächsten Folge weiter. Bis dann. Ciao.